Herzlich willkommen bei DAS. Heute mit Inka Schneider. Guten Abend, schön, dass wir dabei sind bei unserer Geburtstagshause. 10.000. DAS-Sendung gefeiert haben wir ja schon doll zum 30. Geburtstag Anfang des Jahres. Deshalb heute nur das kleine Besteck, Konfetti-Torte Brause. Aber dafür ein großartiger Gast, Deutschlands Stimmungskanone Nummer 1, Schlagersänger Ross Anthony. Schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank für die Einladung, habe ich mich sehr gefreut darüber. Bist du auch so ein bisschen in Feierlaune? Oh, definitiv. Als ich reinkam und alle wollen irgendwie feiern jetzt heute, ne? Ja. Mit Abstand, aber das machen wir. 10.000. Sendung. 10.000. Sendung. Wie lange gibt es noch? 30 Jahre schon. Ne? Das gibt schon 30, wird es auch noch 30 geben. Und ich war bestimmt schon 30 Mal hier. Ne? Ich habe nachgeschaut, 5 Mal war es. Also 5 Mal. Aber ist auch schon viel auf jeden Immer noch Fall. Viel. Ja. Ja, weil du erzählst ja immer selber. Ja. Nein, stimmt natürlich nicht. Er hat was ganz Neues mitgebracht. Und wir haben extra eine Torte. Hast du schon mal geguckt? Ist die nicht schön geworden? Ich finde es sehr schön. Ich mag die Schichten. Ich glaube, das sieht ein bisschen so Schokolade-Banane-mäßig aus. Ne? Und das rote Sofa, ist das nicht toll geworden? Und sogar die Kissen sind drauf. Ist das nicht schön? Das stimmt. Ich habe auch durchgezählt. Du fehlst. Und wir fehlen. Ja, Mensch. Du kannst ja auch backen. Würdest du das auch hinkriegen? Also inzwischen schon. Aber hättest du mir vor 2 Jahren gefragt, dann ich habe nicht. Aber ich habe natürlich durch diese Backsendung, was ich gemacht habe, wahnsinnig viel gelernt. Und ich kann wirklich inzwischen alles. Ob das eine Hochzeitstorte ist, Stollen, was noch immer. Und ich liebe es wirklich. Ich backe sehr viel zu Hause. Eine Muttertagstorte hättest du heute backen können. Hast du? Hätte ich auch hinkriegen können. Ne? Aber wir sind in unserem Wohnmobil gerade unterwegs. Das ist ein bisschen schwierig. Aber du hast mit der Mama telefoniert heute am Muttertag. Ich habe mit Mama telefoniert. Ich habe sogar was gepostet für sie. Ne? Das habe ich gesehen. Ja. Sehr zauberhaft. Mhm. Ihr seid ja auch tatsächlich so. Ne? Guck mal, das hast du gepostet. Wir sind eine Eins. Ich hatte erst gedacht, ihr habt das gleiche Friseur. Gleiche Frisur und gleiche Kostümbildner. Also man merkt, dass ich von meiner Mama komme, ne? Gott Absolut. Sei Dank. Ne? Ja. Aber wir verstehen uns so gut. Wir telefonieren auch jetzt in dieser Pandemie schon jeden Tag, wenigstens 2 Mal. Und es ist so schön, die Stimme von meiner Mutter zu hören jeden Tag. So herzlich. Und denen geht's gut. Ja. Die ist in Großbritannien nach wie vor? Sie ist in Großbritannien, ja. Sie zieht jetzt gerade um. Ne? So. Aber nicht zu dir hier nach Nein, nicht zu uns. Okay. Nee. Wir wollten unbedingt, dass das so ist. Aber sie hat gesagt, nee, ich möchte gerne bei meiner Freundin bleiben. Ja. Kann ich auch verstehen. Ich auch. Manchmal bin ich ein bisschen zu viel. Ich wollte gerade sagen, du bist ja auch ein bisschen anstrengend, ne? Also so, da reicht das Telefon wahrscheinlich. Du, ich würde sagen, wenn du einverstanden bist, schneiden wir die Torte erst nach oder am Ende der Sendung an. Ne? Weil die sieht einfach so schön aus. Das ist ein Kunstwerk, deshalb lassen wir sie noch ein bisschen stehen. Du hast auch nicht nur einmal geheiratet, nicht nur 2-mal, nicht nur 3-mal, 4-mal. Viermal. Also erstmal wurden wir verpartnert, ne? Weil wir dürfen damals für ich glaube 14 Jahre dürfen wir nicht heiraten. Dann das zweite Mal wollten wir einfach nur feiern, nochmal 10 Jahre später. Dann kam die entscheidende Frage, ne? Wir wollen das richtig machen und dann haben wir das dann wirklich dann geheiratet. Und dann nochmal wollten wir dann den Pulis, ne? Das war immer schön, auch auf die Malediven. Ne? Es gibt immer einen Grund zu feiern. Wir sind Paul und Ross Klum. Ne? Wir wollen immer gerne feiern. Da sieht man euch. Ja, das Schöne ist, du hast 4-mal geheiratet, aber immer denselben Mann. Immer denselben Mann, ja. Wir sind jetzt inzwischen, nächstes Jahr sind wir 20 Jahre zusammen und da werden auch dann groß gefeiert. Wir haben ein Schloss angemietet in England und wir laden eine Woche alle unsere Familie und Freunde und die kommen uns besuchen und wir müssen nichts machen. So, es wird für uns auch gekocht und da freuen wir uns total drauf. Das klingt nach einem tollen Fest. Das letzte Mal war es doch so, ich kann mich erinnern, Mareile Höppners Hund sollte die Ringe bringen. Das hat nicht geklappt. Hatte sie gefressen oder irgendwas war da doch damals, ne? So eine Geschichte. Also das war unsere Hund. Ja. Und sie ist abgehauen mit den Ringen, ne? Und sie hat ihren Weg zurück zum Hotel gefunden und zu unserem Hotelzimmer und dann lag sie davor. Aber ich habe zu Paul gesagt, vor aller anderen, wenn du die Ringe nicht findest, dann heirate ich dich nicht. Die waren sehr teuer. Also der Hund hat sie wieder freigegeben, die Ringe. Alles gut, alles gut. Ja gut, also dann schönes Fest. Ich nehme an, dann kommst du kurz danach wieder zu uns in die Sendung. Heute reden wir über das Buch, danach dann über die Hochzeit. Immer was. Also ich bin wirklich ein bisschen Konfetti, ne? Es explodiert die ganze Zeit. Total. Aber das ist, was mir so wichtig ist. Ich will, wenn die Leute mich sehen, dass die Spaß am Leben haben. Ne? Wir haben genug Depressionen in unserer Welt. Ne? Die brauchen nicht einen Ross Anthony, der rum mit so einer Fresse rumläuft. Ne? Ich will unbedingt, dass die Leute, ich will die Leute zum Lachen bringen. Ich habe dich auch zum Lachen gebracht. So schon die ganze Zeit. Ich bin reingekommen, Sonne ging auf und schon die ganze Zeit strahlen wir. Ja, und dann haben immer die Leute mich gefragt, wie kann das sein, dass du immer so gut gelaunt bist und immer so fröhlich bist und immer so mit einem Lächeln durch die Gegend gehst. Ich habe gesagt, ich kann das nicht in einem Satz beantworten. Ich muss dafür ein Buch schreiben und Tipps geben. Und das ist es. Es ist nämlich keine Biografie. Nein, es ist tatsächlich ein Ratgeberbuch. Ja. Gute Laune glänzt und glitzert. Ich habe ja gedacht, du würdest auch ein bisschen in Glitzer kommen. Wollte ich unbedingt. Dann habe ich dich gesehen. Ich war so, ich kann das nicht. Hast du da, dann stiehlst du mir die Show. Ne? Ich heute zur 10.000. Sendung bei DAS habe gedacht, ich hole mal
Die Pailletten sieht noch so jung aus. 10.000. Also weißt du was, dieses Wörtchen noch mögen wir in unserem Alter gar nicht. Du siehst noch so jung aus. Ja. Du siehst so jung aus, aber das sagen die Leute mich die ganze Zeit. Ey, du siehst noch so jung aus. Ich war so, ja, und das Geheimnis ist, dass du einfach Energie hast und gute Laune. Und dass man, die Haare geht langsam dann vor Gesicht. Ne? Das ist halt so. Warum ist deine Haare länger geworden? Weil es deckt alles ab, was hängt. Aber ich bin ja sowieso überzeugt davon, dass sich Alter viel mehr an, wenn du so dich festschraubst, ne, und dann auch mal so gespritzt bist und so, dann wird alles so fest. Und das sieht dann alt aus. Aber wenn du dynamisch bist und in Bewegung bleibst, dann siehst du jung aus. Also ich nehme das Tape dann später dann wieder ab. Ne? Genau, das sind ja die Tricks, dass wir so hinten kleben. Ne? Hinten aber ist tackern. Das nicht schön, dass wir alt werden dürfen? Ja. Das ist auch, ich habe da darüber auch im Buch geschrieben. Ne? Es ist so wichtig, dass wir eigentlich das greifen und wir denken halt, okay, wir stehen jeden Morgen auf, wir sind noch da, wir können das Leben noch genießen. Und ich freue mich, dass ich älter werde. Ne? Ja, ich werde auch vernünftig. Du sagst ja auch, wir müssen dankbar und demütig sein. Was sind noch Tipps, die du hast für uns, also, damit wir gute Laune haben? Ein ganz toller Tipp ist, wenn man aufwacht morgens, man geht runter, man nimmt ein Notizbuch und man schreibt immer in den Notizbuch, was man unbedingt an den Tag machen soll. Mhm. Und ich hake das immer ab. Und wenn das bedeutet, immer nur zweimal mit dem Hund spazieren gehen, ein bisschen frische Luft schnappen oder halt einen Kuchen backen und so, es ist immer schönere Sachen. Ich frage mich immer, okay, ich muss immer Sachen auch machen am Tag, was ich nicht unbedingt machen möchte, wie zum Beispiel der Steuerberater anrufen, um zu gucken, wie viel Geld ich noch auf dem Konto habe. Wenn ich das hinter mir habe und ich weiß, dass ich doch Geld auf dem Konto habe, dann freue ich mich wie Bolle. Ne? Das ist schon schön. Also das heißt so richtige To-Do-Listen, wo du auch Kleinigkeiten wie eben im Hund rausgehen aufschreibst. Also und nicht nur die großen. Auch ganz wichtig ist, Respekt vor anderen zu haben. Ne? Ich habe großen Respekt. Ich weiß, dass es gibt viele Leute da draußen, oh, vielleicht nicht so viele, die mich nicht überhaupt nicht leiden kann. Ne? Die sehen mich im Fernsehen so, ach, diese Hampelmann, die will einfach nur Leute gute Laune verbreiten. Da kann ich nicht ändern. Ne? Da würde ich auch nicht ändern wollen. Ne? Die haben ihre Meinung, das ist auch gut so. Ich akzeptiere das. Ne? Mhm. Aber ich bin halt, wie ich bin. Ich möchte mich auch nicht ändern für Leute. Das ist mir sehr wichtig. Und das habe ich auch geschrieben. Man sollte Menschen mit den Ecken und Kanten auch akzeptieren. Mhm. Ne? Ich akzeptiere auch alle Leute. Ne? Und ich beurteile Menschen nicht. Ne? Ja, und man sollte auch sich selbst, schreibst du ja, akzeptieren, wie man ist. Ich bin, was ich bin. Auch mit seinen Schattenseiten, die du ja auch durchaus im Buch beschreibst. Ja, auch mit meinen 46 Jahren habe ich wahnsinnig viel durchgemacht und nicht immer schönere Sachen. Mhm. Und manchmal wurde ich dazu gezwungen, solche Sachen zu machen. Und das kann man alles in das Buch lesen. Aber ich habe immer einen Weg rausgefunden und das ist wichtig. Das Buch ist eigentlich nicht für mich, es ist für die Leute da draußen, die gerade eine schlimmere Phase durchmachen. Es gibt die Kapitel an sich, sind eine Kapitel an sich. Ne? Mhm. Man kann nur das lesen und denken halt, okay, wie hat Ross das geschafft? Mhm. Und ich spreche alles Mögliche an. Ne? Also das Leben an sich, Liebe, Hass, Fans, alles Mögliche, Missbrauch, Drogen, alles spreche ich an, ne? Weil es ist alles ein Teil von meinem Leben. Natürlich bin ich mit solchen Sachen nicht stolz drauf, aber es ist trotzdem ein Teil von mir. Und da muss ich natürlich endlich in die Öffentlichkeit darüber sprechen, wie ich durchgekommen bin. Du hast auch so ein schönes Motto. Dein Leben ist so bunt, wie du dich traust, es auszumalen. Ja, also mein Bild ist schon fertig. Aber hast du dich immer schon getraut, so bunt dich selbst zu zeichnen? Ja, doch, weil ich hatte so eine tolle Menschen um mich herum gehabt. Ne? Meine Familie haben mich immer unterstützt. Ne? Und natürlich kamen immer Menschen, die haben mich versucht, runterzumachen, niederzumachen oder fertig zu machen. Aber das interessiert mich nicht. Hier sehen Leute, wir auch deine Eltern. Ja. Ja, mein Papa lebt leider nicht mehr, aber meine Mama ist immer noch topfit, Gott sei Dank. Und sie ist wirklich meine Nummer eins, außer mein Mann Paul. Ne? Und, du bist ein Familienmensch, du bist definitiv ein ganz treuer Lieblingsmensch. Ich hab viel auch, Familie, Gott sei Dank, immer noch. Ne? Und ich kümmere mich über viele von denen, wir sind sehr eng in Kontakt. Und die sind wirklich sehr, sehr wichtige Menschen in meinem Leben. Ne? Hier haben wir auch gerade noch mal Paul gesehen, sprechen wir gleich noch mal ein bisschen drüber. Du verrätst ja so manches Geheimnis in deinem Buch, auch, dass dein Mann Paul, den wir gerade schon gesehen haben, Schlafwandler ist und nachts schon des Öfteren auf Erkundungstour gegangen ist. Damit ist er nicht allein. Sven Trösch hat einen getroffen, der es auch macht. Wahnsinn! So unruhig, Ross, da kam dir auch gerade einiges bekannt vor. Ne? Also, ja, ich habe sehr viel mit meinem Mann Paul erlebt. Jetzt inzwischen haben wir das viel besser. Wir haben die richtige Temperatur. Wenn es kälter wird im Zimmer, dann wacht er nie und nicht wirklich auf und so. Aber wenn es zu warm für ihn ist, dann steht er auf, dann kämpft er, dann er springt auf, hoch und runter auf dem Bett und kämpft er wegen irgendwelcher Aliens. Wir dürfen natürlich keine Horrorfilme anschauen, weil das ist natürlich ganz schlimm. Aber er geht dann wirklich in seinen Ankleideraum und zieht sich um und dann will raus. Ne? Ich habe ihn schon einmal von der Straße zurückgeholt, in
meinen Pyjamas, ne? Und Gott sei Dank schlafe ich nicht zu tief, so ich merke das alles mit. Und die meiste Zeit kann ich ihn ganz, ganz leicht wieder dann ins Bett bringen oder ich liege ihn wieder hin. Und das Ding ist für Paul, er denkt immer, dass es gibt Einbrecher. Und er denkt immer, dass jemand vor der Tür steht oder in den Silhouetten oder in Schatten irgendwie, was von den Mond dann ausgehen wird. Und er denkt halt, oh mein Gott. Und ich denke halt, ist alles gut. Ich rede mit ihm, ne, während er schläft und sagt halt, ist alles super. Manchmal kriege ich das ab, ne, wenn er da liegt. Und aber aus Versehen, er macht das nicht absichtlich. Ne? Aber es ist schon manchmal lustig, aber manchmal, wenn man selber todmüde ist und will einfach nur schlafen, ist es halt so, oh bitte, nicht heute Abend. Ist auch ein bisschen unheimlich, ne? Weil du hast das Gefühl, der ist von so einer fremden Macht gerade ergriffen und macht was, was er selbst gar nicht will. Ja, aber ich weiß, wie er tickt, ne? So, ich weiß, wie schnell ich ihn wieder hinkriege. Und es passiert nicht mehr so oft. So, und welche Macken hast du so? Also ich habe viel mehr Macken als Paul, ich sage dir eins. Ne? Ich bin hyperaktiv. Ich komme selber nicht zur Ruhe. Immer? Oder ich trage immer Socken im Bett. Weil dir eigentlich immer kalt ist und jetzt will er kalt schlafen und dir... Weil wir müssen kalt schlafen und er nimmt immer die Decke weg. So ich habe eigentlich, ich bin voll ausgemustert, ne? Mit Pyjamas, Unterwäsche, alles Mögliche. Wie habt ihr euch, das klingt ja so, als seid ihr wirklich sehr verschieden. Wie habt ihr euch kennengelernt? Also wir haben uns durch tatsächlich eine gemeinsame Freundin kennengelernt, die und ja, es war Liebe auf den ersten Blick für Paul und dann kam ich wirklich dazu, aber fast 20 Jahre, ne? Er ist mein Traummann und ich liebe ihn über alles. Und was liebst du denn? Also, weil er scheint ja ganz anders zu sein, gerade das? Ja, das auf jeden Fall. Er baut sehr gerne um Autos rum, er kennt sich mit Technik wirklich gut aus. Er macht immer das, was ich nicht gerne mache. Er kocht super, ich back super. Ich putze, er putzt nicht so gerne, obwohl er eigentlich besser putzen kann als ich. Ne? Aber ich bügel sehr gerne, ich wasche sehr gerne, das macht er auch nicht gerne. So Gartenarbeit machen wir gemeinsam, das lieben wir auch wirklich. Und er ist ein sehr... wirklich ein sehr respektvoller Mensch. Immer noch nach so vielen Jahren ein Romantiker. Und der ist, wie gesagt, der ist mein Traummann. Ach, das, auch wie du das sagst, das ist so schön. Ich liebe schön, ihn über alles. Ich würde alles für ihn machen. Ja, und auch was du erzählst. Ich weiß nicht, ob er alles für mich machen würde. Aber, aber auch was du erzählst, klingt ja so, als wärt ihr auch sehr häuslich. Also Haus, Garten. Ja. Blumen, tatsächlich. Also wir sind typisch Englisch schon. Ne? Es ist, wenn wir zu Hause sind, dann sitzen wir schon im Garten mit einer Tasse Tee und reden wir über Gott und die Welt. Und wir kümmern uns sehr viel um unser Zuhause, weil das ist unser Mittelpunkt. Ne? Wir kommen alle dann wieder nach Hause. Wir freuen uns tierisch, wenn wir zu Hause sind, weil wir so viel unterwegs sind, so zu unserem Zuhause, in unserem Paradies. Und ihr habt bestimmt auch so eine Kletterrose am Haus, so wie in England. Wir haben eine Kletterrose am Haus, ja, definitiv. Es sieht sehr wunderschön aus. Ja. Und wir haben so eine Rosenbogen. Ne, auch. Ja. Und es ist typisch Englisch in Deutschland. Ja, er ist ja Opernsänger, du bist Schlagersänger. Wer darf auflegen zu Hause? Also Paul ist sehr, er zieht sich immer zurück, wenn er singen möchte, weil er hat schon eine laute Bassstimme. Ne? Und er ist auch Gesangslehrer. So, er bringt mir selber sehr viel bei. Er ist ein sehr talentierter Sänger. Der ist viel besser als ich in alles. Und Klamotten, du bist ja sehr stylisch und also sehr crazy, so ein bisschen bunter Vogel. Ja, was ich ganz toll finde, der fragt mich immer, was er anziehen soll. Ja. So manchmal ist es tatsächlich, ich gehe in seinen Ankleideraum und ich nehme das raus, was er anziehen soll. Aber ich bin jemand, auch zu Hause, ich mag das ein bisschen glitzend. Mhm. Ja, das passt. Ich bin halt, ich jetzt hier bin, aber halt ein bisschen mehr relaxed, ne? Ach, schön. Aber man sieht euch auch mal in Jogginghosen zu Hause. Oh, definitiv. In Corona-Zeiten auch mal so ein bisschen rumgeschlumpft, wie wir alle. Aber geschminkt bin ich immer. Nee. Ja, weil ich finde es immer schön, wenn jemand an der Tür klopft und so. Ich bin so, hello. Und ich so, oh mein Gott, du siehst so gut aus heute. Das heißt, so ein bisschen Make-up oder was machst du? Ein bisschen, ja. Männer dürfen auch Schminke tragen. Ne? Männer dürfen auch alles. Ja, und ich finde es immer schön, wenn ich habe immer so ein blasse Haut. Ne? Und Leute sagen immer gerne, dass ich müde aussehe. Und das will ich immer verhindern. Und ein bisschen Concealer und ein bisschen die Bäckchen so und so. Ja, und guck mal, die Haare ist auch länger geworden. Ne? Es ist irgendwie, da tut sich gerade was. Aber ich sehe das schon, Und darf ich ein bisschen weiterreden? Also, ja. Also, ich meine halt durch die Corona-Zeit, konnte ich viel ausmisten zu Hause. Nicht nur von materialistischen Sachen, ne? Aber auch, ich habe meine Freunde ein bisschen ausgemistet. Ne? Das steht auch alles im Buch. Warum? Weil manche Leute haben mich nicht gut getan. Hast du dann angerufen und gesagt, sorry, du bist raus? Auf eine Art und Weise. Ja, ich habe gesagt, ich glaube, wir sollten wirklich jetzt inzwischen getrennte Wege gehen, weil wir tun uns gegenseitig nicht irgendwas Gutes. Und das war eine Riesenerleichterung für mich, obwohl das mir sehr leid getan hat. Ne, aber manchmal muss man das machen, weil die haben mich immer mit runtergenommen und das wollte ich nicht mehr. Und wie kam das an von der anderen Seite, die du...
Sie haben, also einer hat es verstanden, ja. Einer konnte es vorstellen und hat gesagt, oh, unsere Freundschaft ist sowieso, war nicht so wie früher. Und der andere war natürlich schockiert. Mhm. Und die ganzen Klamotten, die du ausgemistet hast, hast du die deinen Schatzis, deinen Fans? Nee, die kommen entweder für einen guten Zweck oder die kommen in den Container. Und ich glaube, das Schönste ist, ich weiß, dass manche Sachen habe ich nie angehabt. Die waren einfach nur Showklamotten, die ich nie getragen habe. Und ich mache das in den Container. Ich denke halt, irgendjemand wird jetzt sehr überrascht sein, wenn die diese Tüte aufmacht und freuen sich über, ja, schöne Klamotten. Das liebe ich ja auch und glaube ich auch fest dran Karma. Irgendwie, ja. Wenn du was loslässt, kommt es woanders an und findet seinen Weg. Also ich spende schon viel von meinen Klamotten und von meinem Zeug. Ja. Ein tolles Kostüm hast du angehabt bei der Super-Mega-Show The Masked Singer. Pro7, mega Erfolg. Du warst der Flamingo. Wie hätte das anders sein sollen? Richtig. Paradiesvögelchen. Super. Oh, es war so eine wunderschöne Zeit. Ich glaube, ich verstehe, warum jeder, der mitgemacht hat, sagen hat, es ist fantastisch. Ich dürfte in so einer Zeit wie jetzt, also 6 Wochen lang live singen. Ne? Ja. Und wie das Gefühl ist, war ein Künstler, der im Moment nicht allein auftreten darf. Ne? Wir haben alle dieses Problem. Und ich dürfte das machen und ich habe es wirklich so genossen. Ich meine, in diese Kostüme war es ziemlich schwierig, ne? Mit Absatz und dann mit so ein enges Kopf. Warm, ne? Schwer. Und ich war so die ganze Zeit. Und dann haben die mich gefragt, hey, es wäre schön, was, weil du tanzen kannst, ob du noch ein bisschen tanzen kannst. Ja, mach ich. Und ich war so, ich bin am Sterben, ich kann nicht mehr. Ich wollte unbedingt eine Maske. Das ist die Corona-Zeit, wo man so ein bisschen schwerfälliger ist. Aber es war so toll, die Leute so 6 Wochen lang ein bisschen zu verappeln. Natürlich, viele Leute sind sehr schnell drauf gekommen, dass es vielleicht was Anthony sein könnte, wegen meiner Bewegung, wie ich gesungen habe und so. Aber bis wir den letzten Moment wirklich, bis ich das demaskiert wurde, ne, war das unklar. Ne? Die Leute wollten unbedingt diese Bestätigung haben. Ne? Aber es war so toll und ich bin sehr dankbar, dass ich ein Teil dieser wunderbaren war super. Du bist ja auch Dritter geworden. Ja. Weil wir gerade über dich und Paul gesprochen haben. Wir haben jetzt eine schöne Geschichte über ein Männerpaar hier aus Norddeutschland und ihren Wunsch nach Familie, Heike Schieder. Oh, tolle Geschichte, oder? Sehr süß. Vor allem, du kannst es nachvollziehen als Papa, wie man sich da freut, ne? Genau. Du bist nicht nur Papa, du bist auch Sohn. Und du hast ein ganz schönes Verhältnis zu deinen Eltern. Was sind so deine Kindheitsbilder, deine Kindheitserinnerungen, die dir sofort hochkloppen, also, wenn du an die beiden denkst und dich als Kind? Also meine Mutter war immer für meine Schwester und ich da. Sie hat uns überall hingefahren. Sie hat uns immer aus der Schule abgeholt und so. Und wir haben alles zusammen erlebt. Ne? Das war wirklich toll. Wir waren immer involviert in das, was meine Eltern gemacht haben. Und das war das ganz wirklich Tollste. Wir haben Golf zusammen gespielt, wir haben Tennis zusammen gespielt. Wir sind zusammen geritten. Meine Mutter hat ein Pferd gehabt. Ne? So, sie hat immer geschaut, dass wir immer dabei waren, um das alles mitzuerleben. Und das war ganz toll. Was haben deine Eltern beruflich gemacht? Also meine Mutter hat fürs Theater gearbeitet und sie war auch Friseurin. Und mein Papa war Manager von irgendwelcher Firma. So ein Geschäftsmann. Geschäftsmann. Genau. Mhm. Aber gerade zu deinem Papa hast du auch ein sehr enges Verhältnis tatsächlich. Ja. Bis zu seinem Tod, ist er leider 2017 gestorben. Mhm. Ganz viel auch noch miteinander zu tun gehabt, ne? Also sehr viel. Also mein Papa war wirklich ein Held für mich. Ne? Der hat, wie meine Mutter, er war immer für mich da. Als ich mich geoutet habe, ne, der stand 100% hinter mir und hat gesagt, es ist mir egal, ob du schwul oder hetero bist, solange dass du glücklich bist in deinem Leben, das ist alles für mich, was zählt. Und er war wirklich ein richtiger Mann. Der hat früher geboxt. Ne? Und das war für ihn überhaupt kein Thema, weil er hat auch zu mir gesagt, du hast es nicht selber ausgesucht, es ist halt so. Mhm. Und die Leute müssen das einfach verstehen. Ne? Und Schwulsein ist kein Thema für mich. Ich rede nicht darüber, weil ich finde das ein bisschen uninteressant, ich muss sagen. Ja. Ich bin halt nur ein Mensch, wie jeder andere. Und ich mache mein Ding. Habe ich auch im Buch geschrieben. Ne? Und er war wirklich meine Nummer eins. Weil ich bin 2 Stunden zu spät gekommen, weil wegen Flugverspätung. Zu spät, weil er gestorben war? Genau, er ist gestorben und die haben ihn schon rausgenommen und weggebracht. Und ich kam zurück und ich habe immer den Form von ihm noch im Bett gesehen und es war immer noch warm. Und ich habe mich auf dem Bett dann hingelegt, ne? Und habe mich auf eine Art und Weise in dem Moment von ihm verabschiedet. Aber ich wollte ihm noch mal einen Arm, ne? Und ich konnte das nicht. Und meine Mutter hat trotzdem gesagt, das war das beste Weg für dich. Es war nicht mein Papa mit dem Meer, er war schon weg. Mhm. Und ja, das war toll. Und dann ich muss diese Geschichte erzählen, weil das war eigentlich sehr lustig. Und das war immer mein Papa, der hat immer das letzte Lachen, ne, bei der Beerdigung. Ja. Erstmal, meine Mutter dürfte ein paar Sachen in den Sarg mit meinem Papa reinlegen. Ne? Sie hat alles reingelegen, was sie konnte. Ne? Sie hat Golfschläge, Golfbälle, alles. Ne? Weil sie hat gedacht, dann wenigstens hat er was zu tun, bevor sie dann zu ihm kommt. Und sie hat ihm ein Stück Kuchen, alles Mögliche. Aber sie wollte das unbedingt machen, aber natürlich hat das sehr viel gewogen, den Sarg. Ja, ein Golfbag. Oh. So, also unsere Verwandte haben ihn getragen, aber
Es hat so viel gewogen, dass die wirklich fast auf den Boden gefallen sind damit. Und die kamen nicht durch die Kirchentüren, weil das zu schmal war. Ja. Und die haben so hin und her gerutscht und so und so. Und die kamen raus und die haben so alle schön schwarze Anzüge an. Und die waren alle weiß, weil die gegen die Wand war, als die rausgingen. Und ja, und dann am Endeffekt war es 12 Leute, die den Sarg mit nach oben getragen hat zum Grab. Und als die da hingekommen sind, mein Papa hat Schmetterlinge geliebt, ne, ist ein roter Admiral, sagt man das so? Ja, Admiral. Ist aus dem Loch rausgeflogen und weggeflogen. Und das war für uns, oh. Und dann, wir waren alle so, ach, ja, Seele. Der hat sich verabschiedet. Ja, ich glaube ja auch ganz fest an sowas. Und das letzte Lachen, ne? Wir haben so darüber gelacht danach, wir konnten nicht mehr. Ja. Weißt du, diesen Moment eigentlich, wo alle weinen, haben wir nur gelacht, weil das war mein Papa. Aber ist doch schön, dann behältst du ihn wirklich in so guter Erinnerung. Ja, und ich glaube, ich bin wie ihm. Ne? Mhm. Deswegen, ich versuche immer das Beste aus alles rauszunehmen, ne? Und immer nach vorne zu gucken und nicht in die Vergangenheit zu bleiben. Das hat er dir auch mitgegeben, ne? So als Rat fürs Leben tatsächlich. Du hast nicht nur tolle Eltern, du hast auch tolle Freunde. Und einer ist ja so eigentlich wie ein Bruder für dich. Der will dir mal was sagen. Oh nee, nicht Giovanni. Rossi. Oh mein Gott. Liebe Grüße von deinem Gio. Ich hoffe, dir geht's gut. Ganz, ganz viel Spaß bei der Sendung wünsche ich dir. Ich wollte dir nur einen Gruß da lassen und eine große Umarmung. Ich bin froh, dass es dich in meinem Leben gibt. Du bist ein Freund, den ich niemals vermissen möchte. Oh. Und pass auf dich auf. Ich hoffe, wir sehen uns schon ganz, ganz bald wieder. Und ich bin stolz auf dich, auf alles, was du erreicht hast und auf das Leben, das du dir aufgebaut hast. Ciao. Ach, der ist so ein toller Mensch. Ich liebe den auch. Also Giovanni ist jemand, er war immer da, wenn ich ihn gebraucht hätte. Auch wenn mein Papa gestorben ist, meine beste Freundin, hat immer angerufen. Manchmal ruft er mich so 3 Uhr nachts an. Ich denke halt, okay, das reicht, Giovanni. Und ich, du musst mich nicht... Aber der ist wirklich ein ganz, ganz toller Mensch. Und ich gönne ihm den Erfolg, den er jetzt gerade hat. Ja, toll. Giovanni hat er auch verdient. Ja, absolut. Auch er ist ein Frau. Guter Mensch. Es darf auch gute Menschen geben. Ne? Er ist nicht hinterhältig, der ist kein Böser. Weißt du, der will einfach nur wie ich die Leute damit glücklich machen mit seinen Songs. Ja, der ist immer fröhlich und der ist ja auch so ein Familienmensch. Ja. Ne? Die treffen sich ja auch immer sonntags, die ganze Familie, italienisch. Und manchmal sind wir auch dabei. Ja. Und das Schönste ist, wir kommen beide aus einer guten Schulung. Broses damals war ein tolles Erlebnis für uns beide. Die Boysband. Ja. Riesig erfolgreich, 20 Jahre jetzt her. Ja, und viele haben auch zu uns gesagt, dass Giovanni und ich das nie schaffen würden. Welcher bist du da? In dem weißen Sweatshirt, ne? Nee, ich bin derjenige mit dem pinken... Nee. Ja, ich bin mit dem weißen... Ja, okay. So sehe ich so viel älter aus. Nee, ich habe keine Brille auf. So verstehe. Ich bin so viel älter, ich sehe es nicht. Nee, aber es ist schön, weil viele haben zu uns gesagt danach, du und Giovanni, du wirst sowieso nichts mehr auf die Reihe kriegen und so. Ja. Und dann tatsächlich sind wir die zwei, die noch dann tätig in diesem Beruf dann arbeiten. Und wir sind sehr dankbar dafür. Ja, super. Und es geht ja auch immer, hat sehr viel mit Dankbarkeit zu tun. Es geht ja auch immer weiter. Ich meine, bei dir jetzt findet ja gerade morgen richtig was Neues statt. Ja! Du startest eine neue Sendung, eine neue Show, eine Rateshow. Quiz-Show. Bei Sat.1. Yes, und da freue ich mich total drauf. Rolling, das Quiz mit der Münze. Das ist nach dem englischen Vorbild. 18 Uhr. Ja, und jeden Tag, das heißt, du musst jetzt jeden Tag, Montag bis Freitag. Produziert ihr am Stück oder mehrere auf einmal? Oder musst du jetzt jeden Tag? Genau, wir haben schon viel im Voraus produziert. Ich bin nicht dein normaler Moderator. Sachen sind natürlich schief gelaufen. Es ist sehr lustig. Aber wir haben wahnsinnig tolle Künstler, wollte ich sagen, wahnsinnig tolle Prominente dabei, die mithelfen, die Kandidaten dann sehr viel Geld mit nach Hause zu bringen. Und es ist wirklich, man muss nicht viel mitdenken, man muss einfach nur mitfiebern. Ja, es macht halt Spaß. Ja. Passt ja auch zu dir. Ja, das fängt morgen an um 18 Uhr, ne? So ganz genau wollten wir jetzt die Sendezeit nicht sagen, weil ihr lauft ja gegen uns. Wir wollen unsere Zuschauer eigentlich nicht an euch verlieren. Also nee. Aber ich glaube, das ist sowieso ein anderes. Morgen an der 10.001. Sendung. Ich habe gehört, du lässt die Puppen zwar nicht tanzen, aber du sammelst sie. Ja, ich liebe He-Man und She-Ra. He-Man und She-Ra. Nicht nur ein Tick, ist ein Riesending, was ich so habe. So, aber diesen Tick und diese Leidenschaft hast du nicht alleine. Du teilst die mit einem, mit den Jan Rimpel. In Müden an der Aller getroffen. Oh mein Gott, ich will diesen Typ kennenlernen. Oh, hast du gesehen, wie er seinen Raum ausgesehen hat? Ey, diese Freude in mir ist so... Also ich bin nicht so... So ein bisschen. Ein bisschen, ja. Also ich habe auch einen Raum, wo ich alles am Show habe, dass alle das sehen kann. Alles so hinter Glastüren abgeschlossen, dass keiner da rankommt. Aber das, ich kann es verstehen, weißt du. Es ist keine verrückte Sache, ne? Es ist eine Sache, was ich unbedingt als Kind haben wollte, aber konnte ich nicht. Weil wir hatten nicht so viel Geld, ne? Und dann habe ich zu meiner Mama irgendwann gesagt, irgendwann habe ich die komplette Sammlung. Und ich habe tatsächlich, letztes Jahr bin ich mit alles fertig. So She-Ra, He-Man aus den 80er, habe ich sogar die Prototypen habe ich bekommen. Also ich verstehe gerade nur Bahnhof, aber ich nehme alle Fans, die werden es verstehen. Definitiv.
Ja. Und dann gehst du da ab und zu mal in deine Sammlung, staubst ein bisschen ab, guckst die an, nimmst rein, sie raus, freust dich, spielst mit denen? Oder? Ja, ich spiele nicht. Okay. Ne? Nee. Ich gehe da rein, ich stehe einfach in die Mitte und guck mir das alles an, als ob das alles neu war. Das ist so toll. Ach, guck mal, du, bist du das? Oh Gott. Im Kostüm. Wo hast du das Foto her? Wo hast du das Foto? Ey, ich habe euch verboten, das zu zeigen. Also, so bist du dann manchmal in Siegburg, da wo ihr wohnt, im Garten zu sehen. Also ich bin tatsächlich einmal einkaufen gegangen. Ich wollte einfach nur die Leute... Wolltest du es einfach mal aber ich kenne alle im Ort, das ist alles gut. Und die denken, oh, hier kommt Ross wieder. Ich meine, man fragt sich natürlich echt so ein bisschen, wie kommt er dazu, ne? Ich meine, du liebst Action. Ja, in deinem Buch ist ja auch noch eine Geschichte von so einer Verfolgungsjagd, so einer Action-Verfolgungsjagd. Ja, das war ganz toll. Wir waren auf dem See mit Freunden und ich war auf dem Jetski mit jemand anders und ich konnte keinen Jetski fahren, ne? Und dann kam das Blaulicht von hinten, so ist ein Polizeiboot, ne? Und ich war so, was mache ich jetzt? Wir hätten das nicht geschafft, wieder auf unser Boot zu kommen. Ey, wir sind weggefahren, uns beide. Er war, du musst mich einfach folgen, hat mein Freund gesagt. Ich war, okay, ich mache das, ja. Oh mein Gott, ich habe das nie verfolgt. Die Polizei hinter dir? Ja, die Polizei hinter mir. Ich war James Bond. Nein. Und so, wir sind wirklich weggeflogen und wir sind so unter so eine kleine Brücke, wo die Polizisten uns nicht verfolgen konnten. Aber da standen 6 Angler, ne? Ja. Und wir haben die Leinen alle mitgenommen. Das war alles in mein Jetski mit. Und ich war so, und hatte die Leinen mit. Und dann haben wir uns versteckt. Ja. Und dann habe ich mich so schlecht gefühlt, dass ich bin dann am Hafen, dann bin ich da hingegangen. Das waren so Hafenpolizisten. Und die haben sich so gelacht, weil die haben gesagt, wir wollen euch einfach nur vorwarnen, dass das ein heftiger Sturm kommt. Und ich habe mir ich habe mich so fertig innerlich gemacht. Du kannst dir vorstellen, jemand, der nie auf dem Jetski war, ja. Und er ist über 100 Kilometer gefahren, ne, in die Stunde. Es war so, das geht gar nicht. Und wir haben die Kurve genommen. Es war wirklich wie James Bond. Ja, das wie ein Action. Aber wie, wirklich wie deine Figürchen, ja, in der Vitrine. So hast du dich dann endlich auch mal selbst gefühlt. Ja, mega. Ross, hast du eigentlich noch irgendeinen großen Plan oder einen Wunsch? Was hast du noch was vor? Es klingt so, als wäre dein Leben so perfekt. Du hast eigentlich alles, was dich glücklich macht. Gibt es trotzdem noch was? Also ich habe eine tolle Familie. Ich habe tolle Arbeit, ne, was meine Leidenschaft ist. Dieses Jahr zelebriere ich 20 Jahre Ross Anthony. Es kommt ein ganz tolles Album im August raus, Willkommen im Club. Und da haben Songs von Ben Zucker hat geschrieben, von Peter Plater, ne? Von Rosenstolz hat die nächsten Single, was im Juni rauskommt. Ich bin sehr dankbar für das, was ich habe. Und ich Kochbuch gibt es, glaube ich, auch. Ne? Ein Kochbuch, ein Backbuch, kein Kochbuch. Backbuch. Kommt Ende des Jahres. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, aber wirklich toll. Ich muss sagen, Hut ab. Also von dir kann man wirklich gute Laune lernen und glitzern und glänzen. Ich will einfach nur, wie gesagt, ich genieße mein Leben. Ich hoffe, die Leute auch ihr Leben mit mir genießen können. Und ich will einfach nur viele Menschen was zurückgeben. Ich freue mich immer, wenn du kommst. Also von daher, ich ziehe jetzt nicht das Messer. Ich habe gesagt, ich freue mich, wenn du kommst und ich nehme die Messer raus. Nein, ich wollte, willst du eigentlich ein Stück Kuchen? Das ist ja fast schade, die anzuschneiden. Nee, ist es überhaupt nicht. Ich mache das. Kannst du das? Du bist ja, na klar. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich anfange. Ach, du gleich vorne, mitten rein, ne? Ja, na klar. 10.000. Das-Sendung, liebe Zuschauer. Oh mein Gott, das war verrückt. Mit dem Glitzern. Ich muss hinsetzen. Oh mein Gott, das war echt schlimm. Mit dem Glitzern. Warum habt ihr mich nicht vorgewarnt? Ich dachte, daraus kommt einfach nur ein bisschen Konfetti mit so einem Knall. Also morgen Bettina Tietjen und dann ist wieder alles ganz normal. Tierfilm Heiko de Groot kommt auch. Oh mein Gott, oder? Fast ein Herzinfarkt bekommen. Das wäre auch eine tolle Geschichte gewesen, ne? Und vor allem jetzt haben wir schon den ganzen, jetzt haben wir die ganze Konfetti da oben drauf. Och, so. Schau mal, was sie alles gemacht haben. Wann hast du eigentlich Geburtstag? Am 9. Juli. Das heißt, du bist ein Krebs? Ich bin ein Krebs, ein sehr emotionaler Mensch. Ne? Ja, aber ich dachte mal, Krebse sind so ein bisschen schüchtern und zurückhaltend. Du hast wahrscheinlich den Paradiesvogel als Aszendenten. Ja. Ach, absolut. Ich bin Stier. Ich habe übermorgen. Oh, du bist ein Und dann auch noch einen Steinbock im Aszendenten. Also ich habe, 4 Hörner und 8 Hufe. Weißt du, was Sache ist bei mir? Ja, definitiv. Darf man das wirklich essen? Ja, wir essen das. Ach so. Gut. Okay, liebe Zuschauer, wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Wäre schön, wenn Sie morgen wieder dabei sind und nicht Rolling gucken. Nee, die müssen das einmal probieren. Einmal gucken. Und wir probieren jetzt auch noch mal schnell. Ja. Tschüss. Tschüss, meine Lieben. Ciao. Tschüss.